Okay. Oh mein Gott, Nein. Kind! Hi Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva. Heute ist mein Haraf dabei. Und heute weihnachtet es sehr. Wir machen nämlich ein React-To für euch. Die feiert ihr immer so. Und zwar auf Weihnachts-TikToks. Ich bin so gespannt, was wir da sehen. Aber bevor wir anfangen, seht ihr, was das denn ist? Oh. Mein Backbuch! Evas Backbuch ist jetzt überall im Handel erhältlich und da sind auch ganz tolle Weihnachtsrezepte drinnen. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das einfach gerade wieder hin. Und reagieren los. Also alles mit Weihnachtsbaum. Meinst du? Ja. Oh ja! Oh, wie oh mein das das denn? Die ist ja so cool. Und die Decke hat die perfekte Farbe. Oh mein Gott, und dann auch noch so toll dekoriert. Bia, was sagst du dazu? Ist das nicht der coolste? Ja, haben wir noch die perfekte Decke dafür. Ja, die perfekte Farbe. Und übrigens haben wir unsere Challenge. Oh nein! Schafft es in 3 Sekunden, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. 1, 2, 3. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Weihnachtsbaum in die Kommentare. Aber jetzt, reagieren wir wirklich weiter. Ja. Ja. Okay, aber das war schon richtig cool. Oh, was macht die denn? Ist das Teig? Bad Talk? No, Bread Talk, Baby Jesus. Das soll das Jesus-Baby sein? Oh, es sah ein bisschen sehr verbrannt aus. Das ist vor allem sehr bizarr. Wer macht denn ein Jesus-Baby-Brot? Das ist auch noch in so einer Decke eingewickelt. Alles damit ist falsch. Alles. Oder? Alles. Es gibt nicht. Was sehr noch... rundlich. Nein, aber es ist falsch, dass man ein Jesus-Baby-Brot essen möchte. Mach weiter, das finde ich zu komisch. Oh, Snowflake Hot Chocolate Hard Candy. Wird geschmolzen und kommt Deko rein. Oh, das ist ja clever. Oh mein Gott, ich glaube. Oh, das kann man dann so wackeln. Mein Gott, das müssen wir auch machen. Eierlikör rein, kleine Kügelchen, weiße Schokolade. Oh. Okay, Cookies, ja. Nichts Neues. Weißt du, was das ist? Ein Puzzle. Mama, wie genial. Das müssen wir alles machen. Alles. 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 Jedes einzelne? Ja. Aber guck mal, wie cool das aussieht. Ich finde das auch total stark. Ja. Das ist echt Ich würde es nicht schaffen, weil ich es essen will. Meinst du, wärst schon mit Essen beschäftigt, bevor es überhaupt fertig wäre? Ja, bevor du überhaupt sagst, es ist ein Puzzle, bin ich so, hä? So, Puzzle Cookie. Oh, es geht noch weiter. Wow, okay, good. So. Oh mein Gott, die macht ein Rentier da draus. Das war so clever. Oh mein Gott. Ich wow. Okay. Oh mein Gott, Kind! Nein! Die schmeißt ihr Baby. Nein, das ist nicht witzig! Das ist nicht witzig! Das macht mir nicht! Ja, das will das auch nicht. Das weiß genau. Mama, mach das nicht! Mama, schlechte Idee! Mama, Hilfe! Ich bin jetzt schon geschädigt und wir sind noch nicht mal halb durch mit dem Video. Ich will den Mund zumachen, Kerl. Zumindest hat es wieder rausgeholt. Okay. Oh, oh mein Gott, ein Pool mit lauter Rot. Oh, Christmas Decoration. Oh, ein Weihnachtsbaum und Deko. Das ist so schwer zu machen. Oh, hier, mach mal Pause. Evas Papa will den Pool immer für Weihnachten abdecken, damit er nicht einfriert. Wäre es nicht viel cooler, sowas zu machen. Und das kann dann auch ruhig einfrieren, weil das sieht schon toll aus. Und dann kommt ein Windstoß und dann ist das eine braune Soße. Ah. Oh nein, okay. Da bin ich wirklich durchgedacht. Hier gehört so. Heißen Kakao. Ja. Ein Weihnachtsbaum. Bauen Weihnachtsbäume. Macht schon Sinn, der leuchtet auch. Okay. Drehen das Sofa. Okay. Sie macht sauber. Warum macht nicht er sauber? Zwei! Oh mein Gott. Ein Weihnachtswald! Den Wald würde ich wenigstens teilen. Egal. Ich will auch einen Weihnachtswald. Ein Weihnachtsminiwald. Oh. Einen 26 Fuß hohen. Wie hoch ist das denn? 30 Meter neben mir. Oh mein Gott. Nee, nicht 30 Meter. 5 oder 6 Meter. 10 Meter? Riesig. 12 Meter? Ist es. Riesig. Oh, wow. Oh. Ja, und vor allem haben die das aus Versehen gekauft, stand da. Stell dir vor, du denkst, okay, das ist so groß, 3 Meter, ne? Schon echt groß. Und dann kommt das Ding da raus. Du hast nicht gelesen, dass es 30 war. Du hast die Null nicht hingelesen. So, oh, nein. Doppelt so hoch wie das Haus. Wie geil. Und vor allem, wo hebst du das für den Winter auf? Ich denke, die lassen dann die Luft raus und die so... Blau. Oh, mein Gott. Oh. Wird es dann klein? Und dann machen die es noch kleiner, zerschnippeln so ein bisschen.
Ja, wenn sie es zerschnippelt haben, ist es. Dann machen die es mit Kleber für mich jetzt. Okay, ich glaube, ich mache mir da zu viele Gedanken drüber. Okay, ja. Weiter geht's. Okay, was macht er? Er guckt. Er guckt sich das ganze Zeug an, was da plötzlich überall herkam. Der Krempel ist überall. Oh, okay, dann machst du Schokolade rein. Okay, das ist jetzt fast geworden. Oh, das wird ein Weihnachtsbaum. Ganz bestimmt. Reis. Das sieht aber auch toll aus. Nein, kein Reis. Oh, ich dachte Kuchen. Reis. Nein. Das ist schon so Reis. Wirklich. Das sieht toll aus, das will ich auch machen. Oh, was eine tolle Idee. Wie clever ist das denn? Das ist Next Level clever. Next Level. Wow. IQ 500.000 Millionen 8. Ich liebe es. Ja. Okay, hi. Oh, wenn meine Mutter nicht weiß, dass sie mir dieses Jahr für Weihnachten kaufen soll, einen Hund. Wer hält den Hund? Ein Fahrrad. Wer hält das Fahrrad? Eine Kette. Okay. Wer hält das? Blumen. Wer hält die Blumen? Eine Beanie-Mütze. Wer hält die Beanie-Mütze? Wer war das denn? Harry Styles. Ich habe mir gerade schon gedacht, das versteht sie nicht. Okay, mal gucken, was macht der Junge? All I can hear is the first four words of Bon Jovi Shop. Shot through the heart and you're to blame. Es gibt einen Grund, warum ich normal nicht singe. Was ist das nicht? Kennst du das nicht? Nein. Okay, wenn wir es echt abspielen. Einzige alte Lieder, die ich kenne, ist von den Beatles und Nirvana. Okay, jetzt geht er so. Bush. Oh, wow. Oh, okay, schon weiter, okay. Warum machen Leute das? Da sollen einfach Weihnachtsbäume rein, Dude. Hässliche Weihnachtskleider im Walmart. Ich will die. Die sind doch voll cool. Das erste war schön. Das ist auch, die sind alle cool. Das ist hässlich. Aber die waren 20. Erste schön. 20 Euro. 20. So, was gibst du deiner Schwiegermutter zu Weihnachten? Ah, deinen Sohn zurück. So gemein. Mom von Christmas, Mutter an Weihnachten, okay. Oh, machen extra, also dauert extra lange, Kaffee zu machen, machen von allem Bilder. Sagt, pass mal auf, Vater. Kids auch. Oh, wenn Kinder die Sachen aufmachen, okay. Ja. Und dann geht der Vater schon mit der Mülltüte. Mir rein. Oh, da ist der Grinch. Worüber reden die? Oh, der dachte, sie sagt, er hätte ein billiges Outfit. Und jetzt erzählen die nur so ein bisschen. Was? Er hat das aus einer Gardine gemacht? Und die haben dieselben Wimpern drauf. Stell dir vor, du triffst den Grinch und machst so ein bisschen Smalltalk. Ja. Eine kleine Brownie-Dreiecke. Oh, in Avas Abzug ist übrigens ein Brownie-Rezept drin. So. Könntet ihr damit nachmachen, ja? Candy Cane. Nach unten. Oh, ein Stiel. Ja. Da bekommt man bestimmt einen Zuckerschock. Egal, schmeckt. Ja. Zuckerschock kann man nicht genug haben. Yeah, so okay. Oh, das ist gefährlich. Das war auch gerade mein erster Gedanke. Mach das nicht nach. Was denkst du dir dabei? Du siehst jetzt vielleicht aus wie Rudolph the Red-Nosed Reindeer, aber vielleicht macht es auch gleich im Gehirn. Mach das nicht nach. Oh, es ist schon geschmolzen. Eva, es ist ganz weggeschmolzen, mein Herz. So, okay, Götz. Oh, wow. Warum darf der Hund? Nicht. Der Hund wird das alles essen, dann wird er überall rumkotzen. Ja, nicht nur das. Stell dir vor, ihr kriegt Gäste und dann darf ich dir ein Plätzchen anbieten. Ich erzähle dir jetzt nicht, dass der Hund aus der Schüssel gefressen hat. Wird das jetzt? Ah, das sind Hundekekse. Oh. So sind wir so wie an die liegen. Dann guck mal, der grinst noch. Ich um 2 Uhr früh, um zu gucken, ob ich meine Geschenke finde. Und dann hat Santa. Oh oh. Ich schnell wieder zurück. So. Oh, okay, da ist er noch als Geist verkleidet, der ja. Hund. Ja. Oh, wie süß. Und jetzt ab dem 1. November bitte. Noch nicht Oktober mehr. Weihnachtshund, aber guck doch mal, wie süß der war. Oktober, Team Oktober, Leute. Das ist ein Schalter, der den Weihnachtsbaum anschaltet. Oh. Ein Weihnachtsbaum-Anschalter-Schalter. Und da gibt es so ein Gegenteil, da macht man dann den, wie heißt das Ding, was man die Steckdose, den Stecker, okay. Das ist also ein magischer Weihnachtsbaum-Schalter. Ich würde mal sagen, sie brauchte 5 Minuten, um diesen Satz zu sagen. Ah ja, ich muss erst mal wissen, was die ganzen deutschen Wörter überhaupt heißen. Und dann gibt es ein Gegenstück, da macht man den Stecker von den Weihnachtsbaumlichtern rein und dann kommt das in die Steckdose und dann ist das magisch verbunden, wahrscheinlich über Bluetooth. Stecker ist für 3 Minuten. Okay, jetzt mach das mal an, damit wir sehen, was dann passiert. Und so. Ja, das erzählt er jetzt.
Genau, genau. Und dann? Und dann rum. Und dann macht das blub, 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 blub. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Ist der Baum an! Eine Schildkröte! Deine Schildkröte? Oh ja! Na, ich weiß, ich werde jetzt nur die Schildkröte angucken. Leute, an der Stelle würde ich auch sagen, danke, dass ihr dabei wart. Lasst uns einen fetten Daumen nach oben da. Habt frohe Weihnachten und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Die Lieben. Ciao! Und seid froh, dass ihr nicht damit nehmen müsst. Bis dann.